Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute Squad. Wir sind wieder am Start, neue Episode und zwar 122, 23, 24, 23, ich glaube 23 ist es mittlerweile. Richtig krass und wir sind wieder am Start und heute gibt es ein sehr interessantes Team im 4-3-2-1 mit einem linken Flügelspieler, der sehr, sehr geil aussieht und zwar Yannick Bolasie, Team of the Season. Und ja, ich würde mir sagen, das ist auf jeden Fall wert, einen Daumen nach oben dazulassen. Wenn es euch gefällt zumindest, dann macht es auf jeden Fall mal eine großartige Unterstützung. Wenn wir 1000 Likes schaffen, wäre das geil. Ich bin ja momentan in Bulgarien und dementsprechend kann ich mich dann da super drüber freuen und darauf ein paar trinken. Ja, weiterhin könnt ihr mich weiter unterstützen. Videobeschreibung ist natürlich ganz klar. Instagram, Facebook und Randrun für BSM, Max und Gudam und Coins. Und allgemein müssen wir jetzt noch einen Spieler suchen, um den wir hier das Team neben Bolasie noch bauen. Ich muss dazu sagen, ich bin etwas fertig, ein bisschen sehr fertig, hatte ein Spiel und muss das Ganze jetzt genau gerade vorproduzieren, weil ja, sehr wenig Zeit nur noch und bla bla bla. Aber egal, wir suchen einen Spieler und wir finden Team of the Season Harry Kane. Will ich aber ehrlich gesagt nicht benutzen, deswegen nehmen wir den normalen Kane. Ah ne, das Premier League ist scheiße. Das Premier League ist scheiße. Nur 5K Begrenzung. Mal machen wir das anders. Geht natürlich auch. So, 5K. Und wir kriegen Adrian. Das ist auch ein Team of the Season. Dann nehmen wir halt. Ah ne, ist auch Premier League. Ist doch scheiße, ist das doch. Warum? Pass auf, wir machen das jetzt anders. Wir machen jetzt keine Beschränkungen. Wir nehmen jetzt auch einen Bronzespieler, wenn es einer ist. Ne, ja, ne, nur Bronze suchen ist scheiße. Ist auch dumm. So. Und Bonaventura, das ist doch mal interessant, würde ich sagen, der Inform, der ziemlich stark aussieht, ehrlich gesagt, wollte ich sowieso mal ausprobieren, kann ich jetzt gleich mal machen, dafür ist es die perfekte Gelegenheit, kostet anscheinend 18.250 mindestens, ich kaufe ihn einfach so mit 18.000 Gebot und dann starten wir den Timer und legen gleich los, dauert eine Sekunde, weil ich ihn erstmal einstellen muss, aber ich denke mal, das ist nicht so das Problem. Alles klar, wir können loslegen. Ich habe vergessen, was wir für eine Formation spielen. 4-3-2-1, das heißt, wir nehmen jetzt Balotelli als allererstes. Mal, das ist nämlich ein guter Link, damit haben wir nämlich schon mal ausgesorgt. Zumindest können wir damit verlinken zu Bonaventura, zack. Und dann nehmen wir auf der rechten Flügelseite Kandreva, auf den habe ich richtig Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Kandreva, zack. So, haben wir den auch schon mal fertig. Das Ganze würde sehr schnell gehen, aber ich denke mal, das ist nicht so das Problem. Es hat Bonaventura schon mal einen Strong Link. Wir können jetzt natürlich mit der Serie A weiter verlinken. Machen wir auch, glaube ich, einfach mal. Wir nehmen Rechtsverteidiger irgendjemand aus der Serie A. Das dürfte ja nicht so das Problem sein. Das muss einfach eine Nation sein, die wir später nicht mehr benutzen. Wäre beispielsweise Konko. Aber ich glaube, Franzosen sind nicht die ideale Variante. Ich glaube, wir nehmen eher jemand anderes, und zwar Micah Richards. Sehr schön. Dann nehmen wir in Innenverteidigung Adeyemi rein. Das müsste auch alles funktionieren. Adeyemi. So, zack. Haben wir das auch geklärt. So, dann als nächstes ist noch kein Mittelfeldspieler, der irgendwie mit Bolasie verlinkt ist und am besten Franzose ist, wäre zumindest, wobei ist gar nicht mal so notwendig an sich. Wir brauchen auf jeden Fall, wobei wir können auch einfach, ja, wir nehmen einfach einen Perfect Link zwischen dem zentralen Mittelfeldspieler und dem anderen zentralen Mittelfeldspieler. Und zwar aus der Premier League irgendjemanden. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Wilshere fällt mir da spontan ein zusammen mit, weiß ich gar nicht, ob der irgendwie einen Perfect Link hat. Huddleston wäre auch möglich. Ramsey. Paulinho natürlich, Ramirez. Nee, Quatsch. Fernandinho und Fernando wäre die normale Variante. Fabregas, Lampard. Oh, irgendwie gibt es nicht so viele, kann das sein? Hier, komm. Nehmen wir Stevie G und Jordan Henderson. Nicht den Team of the Season, sondern die normale Karte. Ihr werdet jetzt ja sagen, ich bin geizig, aber wie gesagt, ich habe nicht mehr so viele Coins und ich werde die Spieler ja einfach nicht mehr los. Guck mal, wie viele hier sind und alle für den gleichen Preis. Das ist einfach sinnlos. Wir nehmen den normalen. Zack. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Innenverteidiger aus Frankreich. Am besten nehmen wir da. Ne, das machen wir immer nochmal so. Zack. Innenverteidiger, Gold und Frankreich. So, dann nehmen wir den Champions League-Sieger, oder? Nehmen wir den Champions League-Sieger? Ne, wir nehmen Umtiti. Und nehmen wir Umtiti? Ist auch Schwachsinn. Wir nehmen am besten Varane, Marcelo, Mathieu, Jordi Alba. Varane, Marcelo, oder? Was hat Mathieu für Werte? Ich brauche Mathieus Werte. Mathieu, Jordi Alba. Und als Torwart nehmen wir irgendeinen französischen. Und das wird dann schon relativ easy werden. Und zwar nehmen wir einfach mal. Wie viel kostet der lila Nummer? Dann wäre ich auch nicht los, ne? Ist auch ein Problem. Aber wie viel kostet der denn? Vielleicht kann ich mehr discarden. Ich glaube eher nicht, weil anscheinend gibt es den gar nicht so häufig, wie ich dachte. Was schade ist. Normalen möchte ich allerdings nicht nehmen. Dann nehme ich lieber Benoit Costil mal wieder. Machen wir einfach mal. Und ihr merkt eventuell, dass wir nicht so gut geht, beziehungsweise fertig bin, denn damit sind wir fertig. Das ging jetzt extrem schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn das kein Rekord ist, dann weiß ich auch nicht. Wir müssten irgendwie
ja, knapp 3 Minuten gewesen sein, also läuft auf jeden Fall. Gut, ich werde das Team eben fertig bauen und wir sehen uns dann nicht gleich wieder, für mich zumindest nicht, sondern später und für euch bis gleich. Ey, da haut der Typ, also ich quasi, jetzt hier gerade in 3 Minuten richtig geiles Team auf den Beinen. Es wäre Nolings Waste und der vergisst, dass Bonaventura auch bei Milan spielt. Das ist so bitter. Wir können jetzt natürlich noch einen anderen Innenverteidiger aus der Serie haben, der Franzose ist. Beispielsweise fällt mir da den Mario ein, gibt es da noch irgendwie einen Hortor, gibt es noch. Aber Ramir ist so gut, dass ich den eigentlich gar nicht ersetzen möchte. Vielleicht mache ich es trotzdem, ich überlege gerade nochmal kurz, aber ich glaube nicht, weil der sieht einfach so stark aus. Wir lassen das einfach so, ist nicht Nolings Waste, aber passt schon, ich suche einen Gegner, bis gleich. So, der Gegner ist da. Tombash United heißt da und er hat ein sehr komisches Team. Reiki hat im Sturm mit Benzema, Kroos, Isco, alle auf einigermaßen Chemie, Pirlo ohne Sinn, Erkin und Verhaag ohne Sinn, Bender und Hummels, ja gut, Castan und dann, das ist ganz, ganz komisch, aber gut, von mir aus sollte dann ja nicht so schwierig werden. Wir haben ja Bulasi. Oh nein. Oh Gott sei Dank springt er daneben. Der hat natürlich keine Chemie und so weiter und so fort. Aber Kopfballstark ist er trotzdem an sich. So, jetzt kommen wir Bulasi hier, komm. Geh mal ab. So schnell wirkt er jetzt gerade nicht. Aber er kann sich durchsetzen. Wunderbar. Yannick Bulasi. Fick ihn. Jawoll, jawoll. Komm, komm. Ach Mann, ich krieg den Ball einfach nicht jetzt vor. Das mag daran liegen, dass ich sehr auf Longshots mit Kandreva bzw. allgemeine Aktion mit Bulasi fixiert bin. Aber das ist bisher nicht so schön. Jetzt vielleicht der Ball auf Benzema. Rekia, komm nicht ran. Warum köpfst du den nicht zurück? Geh drauf. Isco ist... Das ist doch ein Elfmeter. Alles klar. Hatten wir ja letzte Episode schon. Den fragwürdigen Nicht-Freistoß, der nicht gegeben wurde. Naja. Ich komme einfach nicht vorne durch, es ist schwierig. Ihr habt eventuell den Finesse-Schuss von Bulasi gesehen, wenn ich hier reingeschnitten habe. Ich habe da gerade Sprache nicht angehört, deswegen das nicht so ideal war. Das ist echt, also ich muss eigentlich langsam mal die Führung machen. Was ist das denn? Oh Gott, so schön mit dem Tempo-Dribbling und da macht er sowas. Oh mein Gott, er will das Tor nicht treffen. Oh, nee. Nein. Nein, Gott sei Dank kommt er dazwischen. Oh Mann, ich krieg den Ball nicht ins Tor. Es ist die 70. Minute und es steht 0:0 gegen so ein Team. Jetzt Bulasi, deine Chancen, Held zu sein. Ballrolle und Finesse. Ich fasse es nicht. Langsam ist es echt unrealistisch. Jetzt Bulasi, komm bitte, nicht schon wieder verkacken. Bitte. Bitte, bitte. Wie kann man denn damit rechts schießen? Oh mein Gott. Weiß ich, war wie Netto so eine kurze Ecke mit links. Und er schießt mit rechts, ey. Das gibt's doch nicht mehr. Ich mag übrigens noch ein größerer Idiot sein, als ich es ohnehin schon dachte. Komm, mach ihn jetzt wenigstens. Endlich. Ey, es mag sein, dass ich sowieso ein größerer Idiot bin, als ich sowieso ohnehin schon dachte. Jetzt brich nicht ab. Lass mich wenigstens mein Tor schießen. Es kann sein, dass wir schon mal ein komplettes Bulasi-Team auf der Season gebaut haben. Kann das sein? Irgendwie ist mir das gerade zum Kopf drin. Ich weiß aber nicht, ob es Bulasi war oder... irgendwer anders. Bin mir echt nicht sicher. Ist ja auch egal, denn das Spiel ist abgebrochen. Toll. Ich darf nicht mal mit dem Tor schießen. Das ist doch beschissen. Also egal, es geht ja der Sieg für mich zumindest. Ja, bleibt beim 0:0. Schade drum, aber ich denke mal trotzdem, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schade, dass wir nicht getroffen haben. Es lag an meiner oder der Inkompetenz von Bulasi oder irgendwelchen anderen Spielern. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao.